Hi ho und willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Community Server. Nun, nachdem ich mir mal ein paar Tage Ruhe gegönnt habe nach unserer Drachenparty, um meine Erkältung ein bisschen auszukurieren, denke ich mal, dürfte meine Stimme jetzt wieder ganz okay sein. Ganz auf der Höhe ist sie noch nicht wieder, aber naja. So, kaum treten wir zur Tür raus, sehen wir schon, oh, hier hat sich ein bisschen was getan. Ja. Wir haben ein bisschen umgebaut. So ein klein wenig. Wir haben jetzt uns mal so gedacht, wir waren am Anfang mal so zahlenmäßig der größte Treib, aber hatten die kleinste Basis und ja, jetzt haben wir mal ein bisschen aufgestockt. Hat eigentlich relativ einfache Gründe. Zum einen, die seht ihr da, auf unserem Dach sitzen oder auf unseren Dächern sitzen, unsere lieben kleinen Drachen. Die ziehen natürlich wilde Drachen magnetisch an. Von daher dachten wir uns, müssen wir uns mal einen Stall für bauen. Und dafür braucht man natürlich Platz. Und Grund 2 ist, die sieht man jetzt noch nicht. Hier sieht man da unten sitzen. Ja, das sind nämlich 6 Drachen mittlerweile. Wir haben ein bisschen Zuwachs in unserem Dörflein gekriegt. Und zwar, die Terror-Cookies sind zu uns gezogen. Nebst ihren ganzen Tierchen. Von daher war das auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt zum Umbauen. Ja, hier hinten seht ihr auch schon meine wunderschöne Dame mit der blauen Lackierung. Der werden wir jetzt auch gleich mal einen ersten Ausritt wagen. Und was auch dazu gekommen ist. Beziehungsweise, wo ist er denn? Ich glaube, hier hinten steht er irgendwo. Oder? Ah ja, hier hinten steht er. Stehen zwei. Okay, ich glaube, Lorca hat gestern auch noch einen Carbosaurus gefunden. Was noch? Noch eins? Drei Carbosaurus? Mein Gott. Also von dem einen hier wusste ich. Dass wir jetzt mittlerweile drei haben, wusste ich jetzt auch noch nicht. Auf jeden Fall, ja, ist aber Carbosaurus. Ja, gut. Hat mich Lorca jetzt ein wenig überrascht. Naja. Zu diesen Tierchen sollte man vielleicht noch erwähnen. Ich habe ja schon eine kleine Patch-Note-Folge dazu gebracht und das Tierchen ein bisschen vorgestellt. Und habe ja auch so ein bisschen rumgerätselt, wieso das Vieh ja eigentlich drei Angriffe hat und so weiter und so fort. Ja, was ich damals nicht rausgefunden habe, auch dem geschuldet, dass ich die entsprechenden Tierchen nicht auf der Insel hatte. Carbosaurus sind in der Lage, kleinere Tiere zu tragen mit dem Maul. War dieser Angriff auf C. Zum Beispiel ein Dodo oder sowas. Und das sieht relativ lustig aus, muss man sagen. Das sieht so aus, als ob er so einen Huhn geklaut hat, muss man sagen. Kann ich leider natürlich jetzt nicht zeigen, weil dazu müsste ich jetzt extra einen Spielstand, meinen Singleplayer-Spielstand rausholen, nur dafür. Vielleicht mache ich das mal. Weiter nicht. Vielleicht mache ich es mal mit dem Jeboa hier. Schauen wir mal, was wir eins finden. So. Und dann haben wir auch noch ein paar nette Besonderheiten. Und zwar, wir haben schon den Sprungangriff damals gesehen gehabt. Was ich damals aber auch nicht wusste, ist, dass der Carbosaurus äußerst unschöne Angewohnheiten hat. Und zwar, er kann ja nicht nur Dodos schnappen, sondern er kann auch Spieler schnappen. Und wenn so ein Carbosaurus einem anspringt, ja, dann hat er die blöde Eigenart, dass er einen zum Beispiel vom Dino holt. Also wenn man zum Beispiel mit einem Aventabis im relativ niedrigen Flug ist, um sich zum Beispiel das Vieh zu krallen, dann kann es passieren, dass der einen anspringt und einen erstmal vom Vogel runterholt. Das kann, wenn man bedenkt, dass der ja im sumpfigen Gebiet wohnt, wahrscheinlich auf The Island, äußerst blöd enden. So mitten im Sumpf vom Carbosaurus runtergeholt werden, mit umliegenden Titanboas, Sarkosaurus, Piranhas oder schlimmeren. Von daher, ja, unschön. Und was wohl auch der eine oder andere bei mir auf dem Server schon leider feststellen musste,
So ein Kaposuchus kann einen durch ein offenes Fenster oder eine offene Tür angreifen und zum Beispiel in den Zehenkäse verzehren. Ja, das ist äußerst unschön. So. Lande, 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 lande. Ja, das mit dem Landen ist nicht ganz so einfach mit den Drachen. Aber ich sollte vielleicht vorher ein bisschen was zu essen mitnehmen. Sonst wird das ein sehr kurzer Ausflug. Mal schauen, wenn ich auch nochmal den ordentlichen Kaposuchus finde, dann zähme ich mir auch nochmal ein. Oh, erstmal einfinden. Hier auf Scorched Earth sind es ja nicht ganz so viele Wasserstellen, wo die Viecher auftauchen können. Aber immerhin, sie sind ja drin, muss man sagen. Was halt nicht drin ist, sind soweit wir wissen die, wie heißen sie, Kalikotherien. Die sind jetzt, die haben wir zumindest bisher nicht gesehen bei uns. Von daher gehen wir mal davon aus, dass sie in Scorched Earth nicht dabei sind. Nun gut, aber nun wollen wir mal zu dieser netten kleinen Dame hier kommen. Sie ist mittlerweile auch schon ein wenig gelevelt. Und zwar, wir haben so eine kleine, miniaturische XP-Party gemacht. Ihr könnt euch ja denken, was das heißt. Ihr wisst ja, wie unsere XP-Partys aussehen. Sie ist jetzt mittlerweile 52 Level höher, als sie geschlüpft ist. Und sie hat einen gelben Mantelsattel in der Tasche. Ah ja, wo habe ich denn den her? Keine Ahnung. So, und dementsprechend habe ich auch schon einiges an Punkten vergeben. Also als sie fertig war, hatte sie 5000 Leben. Das habe ich mittlerweile auf 10.000 hochgepusht, einfach ja, damit es ein bisschen Puffer hat. Weil, wenn man in der Wüste mal den Wurm platt macht oder sowas, geht das relativ schnell runter. Ein bisschen Stabiler hat sie noch gekriegt, weil mit 1000 war es dann doch ein bisschen knapp. Von daher habe ich ja nochmal 500 Punkte draufgepackt. Ja, natürlich unerreicht und gut wert. Ganz schön verfressen, die Kleine, was? Gewicht ist ganz normal, so wie es noch im Imprint war. Und mittlerweile hat sie auch schon ja, 100% Damage draufgekriegt. Und natürlich die 20% Speed durchs Imprinting. So, nun wollen wir mal zum Drachen gehen. Netter Effekt schon mal, der Drache kann auch am Boden sprinten. Haben wir hier irgendwas? Nichts Brauchbares. Gehen wir mal nach hinten. Hier ist doch bestimmt irgendwas Nettes. Ah, guck mal, ein Paracer. So. Was so die Eigenart der Drachen ist, sie haben eigentlich drei Spezialfähigkeiten. Naja, gut, der normale Angriff zähle ich jetzt. Vielleicht ein bisschen übertrieben bei Spezialangriffen. Ach, okay, sagen wir mal drei Fähigkeiten. Einmal das normale Angreifen, was man so kennt. Dann der Spezialangriff, der bei den Drachen jeweils unterschiedlich ist. Ein Feuerdrache hat halt wie man den Feueratem hat, der halt relativ Nahkampfschaden ist. Giftdrache speit halt ein Projektil ab, was vor allen Dingen was eigentlich hauptsächlich den Reiterschaden zufügt und nicht den dem Tier. Das ist natürlich, hat man vielleicht auch in der einen oder anderen Drachenfolge gesehen, bin mir jetzt gerade unsicher. Ja, von daher. Und der Blitzdrache, mein persönlicher Favorit, hat so einen lustigen Blitzdings. Ja, man merkt schon, der macht ja, recht ordentlich Schaden. Das war jetzt ein 120er Paracer. Mit zwei Angriffen, die nicht mal volle Kanne getroffen haben. Ja, würde ich mal sagen, nett ohne, oder? Ah, das Treffen ist natürlich ein bisschen tricky mit dem. Aber hier, Bissschaden 350. Es ist schon mal eine Hausnummer, finde ich. Dafür, dass das eigentlich so ein kleiner Wirbeln ist. Muss man ja wirklich sagen, also der hatte ja wirklich eigentlich ziemlich miserable Werte, als er geschlüpft ist. Macht ja schon echt böse Schaden. Richtig lustig wird es natürlich, wenn man die mit Mate Boosted noch hat, dann machen sie natürlich nochmal mehr Schaden. Theoretisch gesehen haben wir auch noch ein Männchen bei uns im Dorf, das ist nämlich der Drache von Rocky.
Da geht das mit dem dann nämlich also richtig ab. So, und die zweite Spezialfähigkeit nennen wir es mal. Der kann wie ein Quetzi Dinos hochheben. Das bräuchte ich natürlich mal. Ist natürlich ein bisschen tricky, weil die Viecher einfach so schnell sind. Ich weiß nicht, ob es mit dem Motorella klappt. So ist man halt dann mit dem Galli. Ja. Das macht man dann übrigens mit C. Das ist, muss man ziemlich aufpassen, weil man es ja, gerade wenn man lange Zeit, wie wir hier auf Scorch Earth mit den Abis unterwegs waren, dann ist man doch verleitet, einfach mal rechts zu klicken. Ja, das geht dann aber am meisten schief und man grillt irgendwas. Von daher, ja, nee. Also ich habe auch schon was gegrillt, als ich irgendwo an der Wand festgebackt war, dann halt erstmal instinktiv auf rechte Maustaste gedrückt. Ja, gut, dann war es dann halt platt. Gut, es waren ein paar Eierleger, nicht so schlimm. Farmt man sich wieder. Komisch, dass der Adler jetzt abhaut. So, schauen wir mal, ob wir vielleicht ein Würmchen oder sowas finden. Das wäre natürlich cool. Weil das sind ja jetzt momentan so die, haben wir so die zähsten Gegner mit unter. Gut, abgesehen jetzt vom Steingolem, aber den brauche ich jetzt alleine nicht so probieren. Das geht zwar auch, aber ja gut, das würde jetzt echt ein bisschen lange dauern, so ein Steinkohlen alleine wegzuknabbern. Von daher, ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht einen Deathworm finden. So, gibt es vielleicht sonst noch was Neues, was man so erzählen könnte? Ja gut, momentan noch nicht viel, da wir noch nicht gebaut haben. Da könnte man dann vielleicht noch was zeigen später. So, wir haben heute den 25. Oktober und eigentlich ist für heute auch noch ein größeres Patch angekündigt. Und zwar Halloween. Es ist mal wieder soweit. Das Halloween-Event kommt. Diesmal jetzt schon zum zweiten Mal, wenn ich recht entsinne, müsste jetzt das erste Event sein, was im Ark das zweite Mal stattfindet. Alle anderen Events kamen ja, soweit ich weiß, danach. Ich glaube, Halloween war wirklich das erste. Man möge mich jetzt korrigieren, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ich gehe jetzt aber mal auf, dass ich recht habe. Und ja, wer jetzt meint, Studio Wildcard hat sich hier nichts Neues einfallen lassen, nun, das stimmt so nicht. Also es gibt wohl wahrscheinlich, tun wir es natürlich noch nicht, weiß noch nicht, draußen ist das Patch. Es wird wohl wieder auf The Island das Herbstlaub auf den Bäumen sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es werden wieder die Skelett-Dinos rumrennen, die man vielleicht von damals schon mal gesehen hat. Also Rex, Kano, Raptor, Stego, Trike, Pronto. Ich glaube, das waren sie. Sie ist aber auch spindeln, also das werden sie wohl, die werden wohl wieder drin sein. Vielleicht auch neue. Vielleicht auch die alten nicht oder nur neue oder so. Doch gut, das wird sich zeigen, sage ich mal, das war, was sich da einfallen lassen haben. Für diejenigen, die es vielleicht damals nicht miterlebt haben, wie das damals war, die Skelettdinos sind zufällig gespawnt. Also die Trikes, Brontos und Stegos. Das waren halt eigentlich ganz normale. Die haben also quasi den Spawn mit den normalen Tierchen geteilt. Und da hast du halt eine Wahrscheinlichkeit, dass da. Hey, Regen. Super. Jetzt weiß ich auch, wo ja die komischen Geräusche von kamen. Das war mein Jabor. Auf jeden Fall, die konnten halt statt den normalen Tieren spawnen und wenn du die umgenietet hast, dann konntest du quasi Glück haben und halt da ein Skelett
den Raum ziehen. Musste nicht immer sein, aber konnte. Da findet man natürlich jetzt noch keinen Deadworm, wenn man einen braucht. Zeigen. Gut, ich könnte jetzt noch einen anderen Trick benutzen, aber ich will ja hier nicht zu bescheißen anregen. Von daher lasse ich das lieber. Und wir gucken, wir segeln einfach mal durch die Wüste und gucken mal, ob wir was finden. Jo. Das waren die Pflanzenfresser, die Fleischfresser. Die waren dann schon ein bisschen komplizierter ran zu schaffen, denn die Fleischfresser hat man nicht von den nicht einfach als normale Rex gespawnt oder so, sondern das waren rein die Alphas. Das heißt, die Alpha, Kanos, Raptoren und Rexe, die waren prinzipiell als Skelette-Dinos unterwegs. Und auch die hatten nur eine Wahrscheinlichkeit, dass da ein Skelett drin ist. Die gab es auch nicht immer. Da musste man schon eine ganze Weile suchen, um die zu bekommen. Oh, da ist doch einer. Sehr schön. Na, komm raus. Sieht schon, auch wenn ich einen relativ hohen Damage-Output habe, ja gut, die 25.000 von so einem Deathworm brauchen immer noch eine ganz schöne Weile, bis er weg ist. Und man sieht auch, ich habe einiges an Leben verloren. Ja, das ist aber... Es ist halt so. Ich sag mal so... Ich sag mal so, drei Würmer schaffe ich mit dem Drachen, dann ist ihr Leben zu gering für einen weiteren. Gut. Naja, ist halt so. Vielleicht mache ich mir irgendwann nochmal einen neuen. Vielleicht auch nicht. Hängt davon ab, wie das Halloween-Event weiter abläuft. So, dann sind wir auch schon wieder beim Stichwort. Ja, Halloween-Event. So, was gab es denn damals sonst noch? Abgesehen von dem Herbstlaub an den Bäumen gab es auch noch ein paar andere Deko-Elemente. Es gab so Kürbisbeete. Die kennt man vielleicht noch aus den... Wer die Echo-Trees-Mod selbst nutzt oder sie von alten Folgen auch von mir kennt, da weiß er vielleicht, dass es auch Kürbisse gab. Ja, davon gab es ganze Felder und die konnte man dann auch aufheben und Kürbislaternen schnitzen. Hat man dann quasi mit einem Pinsel geschnitzt. Also ja, man hat sie quasi angemalt, aber es war eigentlich Schnitzen. Ja, gut. So, dann gab es Friedhöfe mit Grabsteinen, die konnte man auch aufsammeln. Und was mir damals sehr gut gefallen hat, das waren die Vogelscheuchen. Die waren dann in den Kürbisbeeten drin. Die haben auch ein bisschen geleuchtet. Kennt man eigentlich auch alles aus der Eco-Trees-Mod noch. Aber, naja. Die haben leider das Problem, dass sie nur für die Events immer gültig waren. Und außerhalb des Events waren sie wieder weg. Also sind komplett verschwunden. Das Einzige, was geblieben ist, waren halt die Skins. Die sind glücklicherweise geblieben. Also die Skelett-Skins sowie die... Das waren das Hexenhüte, wenn ich mich recht entsinne. Müssen es gewesen sein. Für Dinos und für Spieler. Die sind auch da geblieben. Wäre ein bisschen ekelhaft gewesen, weil da brauchte man einiges. Man brauchte, glaube ich, jeweils einmal den Skelettskin von jedem Dino und dann Kürbisse, Grabsteine und Vogelscheuchen. Halt eine ganze Menge. Nicht so krass wie bei den anderen Events, aber naja. Jo, und was es dann noch weitere gab, das waren die netten Sachen. Es gab aber auch eine Unschönheit. Denn es heißt nicht ohne Grund Fear Illusion Event. Denn man konnte wirklich Angst haben damals. Und zwar, damals ist zum ersten Mal der Dodorex in das Spiel implementiert worden. Aber nicht wie man dann aus späteren Events kannte, dass man ihn im Kochtopf für eine Unsumme an irgendwas beschwören konnte. Nein, er spawnte damals als Wilder. Alle drei Nächte, glaube ich, waren es, ist er gespawnt um Mitternacht. Da gab es dann auch kam eine Servermeldung und Sound. Der Mond hat sich verfärbt. Der war dann, war der rot oder sowas. Und hatte einen Schatten von einem Dodorex drauf. Ja, von Dodorex.
Es gab auch einen Meteorenschauer am Himmel und so weiter und so fort. Ja. Und das Vieh war dann halt wild irgendwo marodierend. Ja, und wer die Viecher, wer weiß, wie stark der ist. Ja. 66.000 Leben. Eine abartige HP-Regeneration. Ja. Brandschaden. Das Vieh war nicht gerade ohne, muss man sagen. Also, das war richtig, richtig böse. Ich muss sagen, ich habe ihn so niemals gemacht. Da zu jeder Zeit, wo das Event da war, habe ich zu zweit auf einem Server gespielt. Und dementsprechend haben wir, naja, wir haben uns den natürlich mal hingecheatet und mal angeguckt, weil gefunden haben wir den auch nicht in der Nacht, muss ich sagen. Und zu zweit die ganze Insel abzusuchen, ja, das war schon sehr, sehr nervig. Darum haben wir uns einfach mal per Cheatbliff das Vieh geholt, um es mal einfach anzugucken. Und ja, das Vieh hat schon echt in sich gehabt. Vor allem muss man sagen, damals gab es nicht sowas wie Gigas. Das heißt, wenn man ihn töten wollte, musste man mit Feuerwaffen oder Rexe drauf. Oder Spinus halt, als solches Zeug. Und davon musste man in, ja, schon einer gewissen Anzahl drauf, um so einen Dodorex platt zu kriegen. Die frühere Community von diesem Server hier hat das ja schon gemacht. Einige davon sind auch noch da. Und, naja. Ich sag mal so, damals hat es nicht wirklich viel überlebt. Es war auch, wenn ich mich recht entsinne, ziemlich das Ende von Staffel 1. War dann recht passend. Danach hatte eh keiner mehr einen Rex. Und ja, ich sag mal so, die Schmach liegt immer noch. Und die Rachegelüste sind da. Eigentlich sollte es ja für dieses Jahr auch geplant sein, dass sie uns am Dodorex rächen. Nun, mittlerweile hätte ich gesagt, wäre das eigentlich kein Problem gewesen. Aber nun, das liebe Studio Wildcard hat uns natürlich einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, denn ach, ein Blitzdrache. Na, Moment. Ja, und zwar, wir spielen jetzt hier auf. Wir spielen jetzt hier auf Scorched Earth und hier gibt es. Wird es wahrscheinlich keinen Dodorex geben. Dafür wird es wohl einen Dodo Wirbeln geben. Ja, wenn ich mir nur vorstelle, wie OP damals der Dodo Rex war, und wenn ich mir jetzt vorstelle, so einen Wirbeln hier und das als Dodorex-Version. Ja, gut. Sag mal so, wenn der nur da hinten in der Schlucht spawnt, mag das ja ganz gut sein. Aber wenn der auch außerhalb irgendwo spawnt und wild umherfliegt, nun ja. Das könnte dann ein wenig ekelhaft werden. Und wahrscheinlich ein oder andere Basen zerlegen. Ja? Er ist zwischen grün und blau, zwischen den weißen. Ach so, da schon wieder. Dann gucken wir mal, ob wir ihn finden. Na, der schluckt. Schauen wir mal, ob wir ihn hier finden und ihn die April von ihrem lösen können. Na, hier sind die schwarzen Berge, da sind die weißen Berge dahinter. Ich vermute mal, ich finde ihn nicht. Das hier ist ja schon eine etwas größere Ecke. Man ja auch mal so sehr präzise Angaben, wo da was steht. Also mit schwarz müsste sie den Berg gemeint haben, mit weiß den hier. Glaube ich mal. Hoffe ich mal.
Ach, dass er gemeint hat, nahe der Schlucht, das wundert mich ein bisschen. Weil die Schlucht ist eigentlich da hinten erst. Komisch, komisch, komisch. Jetzt bin ich ja schon bei den YouTubern. Da unten müssen sie irgendwo siedeln. Gut, gehe ich mir erstmal den Lootstrahl da hinten holen, wenn man schon mal in der Nähe ist. Den weißen und den schwarzen Bergen. Oh, das ist sogar ein doppelter Lutsch. Ja, der Schlupf. Dann komm, lande. Oh ja. Super geiler Loot. Sie fliegt gerade unten. Ah, da ist er. Ja, das ist natürlich jetzt der Vorteil, dass ich gerade mit dem Blitzwurm unterwegs bin. Der Spezialangriff des Wurms kann mir nichts anhaben. Und da ist er weg. Geht natürlich schon ein bisschen leichter als mit dem Aventaris. So geringfügig. Ja. Muss schon sagen, jetzt wo wir die Drachen haben, wird es natürlich schon ein bisschen einfacher alles. Aber, naja, ich sag mal so, Herausforderungen gibt es immer noch. Also wir haben immer noch ein bisschen was auf der unserer Liste stehen, was wir noch machen wollen. Ganz klar natürlich jetzt das anstehende Halloween-Event mit den Dodo-Wirbeln. Wenn wir schon keinen Dodo-Rex töten können, dann nehmen wir halt den da. Wir versuchen zumindest mal. Danach werden wir wahrscheinlich wieder neue Drachen zähmen müssen. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, unser Dörfchen will sich immer noch einen hohen Steinelementar irgendwie besorgen. Also haben wir haben jetzt einen, aber der ist natürlich ein wenig... Ja, ich glaube, da war Level 8, wenn mich recht entsinne, von daher... Ja, gut. Also ein schöner 120 oder so. Ja, müssen wir nochmal ein paar Mantis-Eier ranschaffen. Vor allem müssen wir erst wieder ein paar Mantis ranschaffen, denn die Mantis waren das, was ich zerlegt habe. Auf dem Dach gelandet, was ich nicht mal sehe. Das nenne ich doch mal gut. Mein Drachenführerschein bestehe ich auf jeden Fall. ist alles noch ein bisschen umständlich hier, aber das kommt ja alles noch. Ansonsten müssen wir mal schauen, was Scorch Earth noch für uns bereithält. Auf jeden Fall, als nächstes wird auf jeden Fall mal hier unsere Basis erweitert. Dass wir da hinten unser Wyvern-Haus hinbauen. Dann müssen wir mal gucken, wo Cookie sich dann hinbauen möchte. Die möchte auch eine private Hütte haben. Mal schauen, was sich da Schönes hinzimmert. Platz haben wir jetzt hier. Und ansonsten, ja, hier irgendwo eine Schlucht oder hier unten. Ja. Hier hat Rocky einen Bazar geplant, direkt um den Brunnen rum. Schon eine coole Idee, finde ich. Muss mal gucken, ob wir den vielleicht auch irgendwie nutzen können. Schauen wir mal. Können wir vielleicht unsere Blueprints reintun oder sowas. Mal schauen. Da findet sich schon was. Auf jeden Fall bin ich hier schon mal sehr angenehm überrascht, dass hier nichts drin gespawnt ist. Also das hätte ich echt nicht gedacht.
dass hier einfach mal gar nichts drin ist. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht irgendwas rumhüpft. Kleinigkeit, aber... einfach mal gar nichts. Um Lystra und der Bergkette, aber naja. Ich bin angenehm überrascht. Äußerst angenehm überrascht. Naja, wer weiß. Das dicke Ende kommt wahrscheinlich noch. Ich soll mich lieber nicht zu früh freuen. Naja. So, jetzt wird's Nacht. Ja, 21 Uhr. Von daher, bevor es zu dunkel wird und wir gar nichts mehr sehen, beende ich mal die Folge. Sind ja auch schon wieder 30 Minuten rum. Hey, hey, schon wieder 30 Minuten gequatscht. Wie die Zeit vergeht. Naja. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.